Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources of the Republic hier auf meinem wunderschönen Kanal im Live-Let's Play. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben hier in der letzten Folge dann mal angefangen, hier ein bisschen uns um die Sache zu kümmern für mechanische Komponenten und elektrische Komponenten. Und hier hinten noch ein Warenhaus dazu. Ja, gucken wir mal, ob das so gut wird. Na, guck mal, die planieren das hier von alleine. Komm schon, ihr schafft das. Gib ihm! So, ich habe mir eben gedacht, man könnte ja hier mal wieder ein bisschen mit Asphalt arbeiten. So. So, hier könnten wir was machen. Einfach damit wir mal so nach und nach komplett Asphalt bekommen. Hier unten können wir ja auch dann jetzt ausbauen. Weil hier unten fährt ja im Moment kein Kraftfahrzeug entlang. Ach komm, das darf Kies bleiben, ausnahmsweise. Warte. Der ist voll. Kommen beide von Ost. Das ist natürlich blöd, dass die hier so dicht hintereinander fahren. Wie viel haben wir denn hier insgesamt eingesetzt? 2 Stück, okay. Ich lasse den jetzt ein Stück fahren, bis hier vorne, und dann lasse ich ihn nochmal rum. Ah, bis hier. Ah, die fahren hier rum, genau. Dann lasse ich ihn bei der nächsten Möglichkeit nochmal umdrehen, da vorne am besten. Und jetzt dreht er hier an der Kreuzung um. Zack. Kommt dem hier natürlich kurz in die Quere, aber das ist in Ordnung. Hier fährt der andere zu. Alter, die fahren hier ganz schön dicht hintereinander. Das passt gerade so vom Abstand her. Oha. Ah, der muss tanken. Ja, Prost Mahlzeit, hätte ich gesagt. Guck mal, hier ist voll geil. Was geht denn hier drüben eigentlich ab? Ja, fast. Was macht unser Bitumen-Zwischenlager? Läuft auch. Das ist in Ordnung. Ja, im Moment passt das hier alles. Ich würde hier fast eine Pumpe reinbauen, weil die das dann einfach hier rauspumpt direkt. Und hier am besten dann auch, weißt du? Hier Forward Pumping. Pumping. Don't you know, pump it up. Ah, one just pump. Entschuldigung. Hallo, ich will das abreißen, Leute. Also. So. Pumpe. Du darfst ganz nah hier ran. Das ist natürlich die Frage. Die Straße, ja, muss auf die Seite. Na toll. Das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz den Gehweg entfernen. For a shortly second. So. Dann bauen wir hier einfach wieder einen Gehweg drüber. Zack, zack. Bildet. Dann bauen wir hier nochmal Pipeline. Auf geht's. Gut, der kommt hier ran. Hier kommen sie auch ran. Das passt noch hier. Jawohl. Der Bahnhof, finde ich, ist gut platziert. Jawohl, das passt alles. Von den Entfernungen her ist alles in Ordnung. Das ist gut. So, den lasse ich jetzt ja erstmal hier noch kurz dran. Guck mal, Öl haben wir genug. Es fehlt halt wieder an Leuten, so wie sich das halt gehört. Guck mal, jetzt gehen die hierher zum Bauen. Ach, hier sind sogar schon welche da. Also Ressourcen. Fehlende Ressourcen, Kies, Asphalt. Ah. Okay. Ah ne, das sind die, wo jetzt benötigt werden für die Phase, aber es ist noch nichts da davon. Okay. Net to know. Auf was wartet der? Achso, der wartet auf seine Chemie. Chemie. Guck mal, wir produzieren hier Kunststoff ohne Ende. Ach, das ist schon voll, das Lager. Na dann. So. Entschuldigung. Ich hab
gerade überlegt, ob man die hier irgendwie angeschlossen bekommt noch, aber nee, ich glaube nicht. Na, hier ist ein bisschen viel Arbeit im Moment. Oh, wir haben 300 Tonnen Stahl mittlerweile. Das läuft hier durch, Alter. Das Lager ist voll. Das zwar nicht, aber das wird auch noch irgendwann voll sein. Vor allem wird das hier irgendwann leer. Ah ne, geht. Hier ist nur ein bisschen eng im Moment. Ja, auf der Quelle nicht so viel gearbeitet wird. Hier müssen wir hin. Und zwar müssen die hier noch mehr zur Kohlemine. So, weil hier drüben ist einfach zu viel. Und hier sind schon wenig Arbeiter, aber die Quelle hat halt 50%. Da müssen wir uns im Notfall noch was anderes überlegen, dass wir vielleicht entweder hier mit dem Zug einmal drum herum fahren oder versuchen mit Förderbändern hier drüber zu kommen. Wäre auch eine interessante Möglichkeit. So, die bauen hier fleißig aus. Ja, hier zumindest. Der ist auch fertig gleich. Jawohl. Dann machen wir hier auch mal noch Asphalt hin. Warum? Weil wir es können. Ah doch, hier müssen sie noch hinfahren können im Moment. Alter, das Lager hier ist auch voll. Läuft. Läuft gut. Sogar. Jetzt gucken wir ganz kurz mal nach den Preisen. Stahl sind 860. Boah, 1400, 4000. Okay, wir müssen also unbedingt hier den Zuganschluss dann bauen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, Platz wäre hier. Ach so, könnt ihr hier... Alter, was denn das? Na guck mal, wenn man hier reinkommen könnte... Das wird er sogar machen. Zeig mal her. Guck mal, das könnte man sogar dann bauen. Okay, gut zu wissen. Weil hier ist die Verbindung gegeben für alle. Das ist in Ordnung. So. Wo fährt denn der lang, Alter? Fährt der hier oben lang? Nee, der ist doch eben hier unten lang gefahren. Komisch. Okay. Er soll machen, was er denkt, was er macht. Was er denkt, was er macht. Hier, läuft. Hier, geht auch fit. Hier, läuft. Oh, im Wohnheim wohnen welche. Cool. Ja, hier kannst du auch keine Leute importieren, sozusagen. Kannst du Leute hier verladen? Nee, okay. Was waren denn meine Parkplätze hier? Ja, läuft, oder? So, er zeigt zwar ja nur bis dahin an, aber die fahren auch woanders hin. Die fahren auch hierher, teilweise. Teilweise, habe ich gesagt. Hier stehen ja auch noch Autos. Bin ich mal gespannt. Hier auch schon wieder alle direkt hintereinander unterwegs. Ein Student? Was? Ja, nimm die Arbeiter einfach wieder mit zum Zopf, weißt du? Ist in Ordnung. Mach doch, wie du denkst, ey. Hier fährt die Walze ganz gemütlich drüber. Hier wird asphaltiert gemütlich. Ja, läuft doch, oder? Gut, im Moment brauchen wir die ja eh nicht. Stimmt, wir bauen ja im Moment keine Schienensachen. Zack. So, passt. Ich glaube hier, ah ne, wenn hier fertig ist, dann kommen sie da glaube ich auch dran, durch die Verbindung hier. Ich glaube, den können wir mittlerweile auch einstampfen. Oder zumindest ins Depot schicken, wenn er seine Passagiere abgeladen hat. Zack. Oh, wir sind hier mal voll. Was kann der? Eisenerz kann der. Löschen. So, ein bisschen Platz machen hier im Depot. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich mal Fahrzeuge habe, die im Depot stehen. Was ist denn hier los? Fahrt doch, Leute.
Hallala. Boah. Aber ich verkaufe ja mittlerweile. Genau, das sind die. Ah, Lebensmittel, okay. Ganz schöner Verkehr in der Straße. Lebensmittel ist voll, das ist gut. Alkohol ist auch voll. Ich will ja nichts sagen, aber man sollte vielleicht demnächst mal überlegen, hier ein Warenhaus hinzubauen. Einfach um, damit es hier besser läuft. Alter, hier ist auch voll. Krass. Oh, neuer Waggon. Car Carrier. Kann ich auch Fahrzeuge von der Grenze importieren? Das wäre ja mal mega nice. Wir gucken mal kurz, was der kann, der Güterwagen. Car Carrier, was kann der? 120 Tonnen. Krass, Alter. Stabile Maschine, Brudi. Können wir hier einen Schienenanschluss dran bauen? Nein. Da bräuchten wir erst einen Bahnhof für. Na gut, das wäre das geringste Problem. Gut, aber das hier soll doch... Ja, ich weiß nicht, ob ich den zu unserem zentralen Güterumschlagsplatz mache. Ich glaube, das ist generell nicht so schlau, einen zentralen Umschlagplatz zu haben. Sind die ja bald mal fertig? Die brauchen hier ja ewig, Alter. Und die sind hier noch lange nicht fertig, ey. Puh. Aber solange hier noch genug ist und hier nicht überläuft... Guck mal, hier sind sie. Geil, oder? Es läuft, Leute, es läuft. Na genau, das ist der, den ich hier jetzt mit allen Aufgaben... Das, genau, das ist der so für Lebensmittel und Rest und Chemie. Die haben alles, um zu produzieren. Die haben auch alles, um zu produzieren. Warenhaus ist voll. Chemikalien können wir noch ein paar einlagern. Das ist nichts Problem. Ja, passt, oder? Produzieren hier jetzt ganz entspannt Chemikalien. Weil wir brauchen hier hinten dann, glaube ich, auch Chemikalien für die elektronischen Komponenten. Lass mal schneller laufen, das dauert mir alles hier viel zu lang im Moment. Fabrik für mechanische. Genau, die brauchen Chemikalien und Kunststoff. Das heißt, wir können locker noch 50.000 Kunststoffproduktion bauen. Chemieanlagen, so rum. Die haben wir jetzt hier auf der Seite und dann können wir hier noch erweitern oder so. Wir haben ja Platz, theoretisch. Hier hinten wäre ja auch noch... Ja, hier vielleicht nicht unbedingt auf dem Berg. Hier ist noch Platz. Guck mal, hier ist Platz ohne Ende. Hier ist voll. Der Zug fährt hier hoch, also gäbe es kein Ende, weißt du? Ich glaube, hier würde es sogar ein Zug tun im Moment. Wo ist denn der andere? Ah, da ist gerade der, okay. Hat auch einmal rausgeworfen, sozusagen. Haben wir die Haltestelle eigentlich stillgelegt? Ne, haben wir nicht. Hier kommen auch immer noch Leute an. Krass, oder? Läuft bei uns. Guck mal, die können im Moment nichts machen hier. Brauchen sie ja aber auch nicht. So, hier hinten wird auch gefertigt. Ah, hier wartet er jetzt. Ach komm, baue ich selbst. Was soll der Geiz, weißt du? Es läuft. Hier sind noch keine beauftragt. Und die sind ja auch bald fertig. So wie das aussieht. Achso, die Straße ist noch nicht fertig, deswegen. Hatte jetzt schon gedacht hier. Alter, das wird schon eine große Fabrik irgendwie. Und die ist immer noch nicht... Die haben noch nicht mal angefangen, weil die hier gar nicht hinkommen, weil die Straße noch gar nicht fertig ist. Fahren die jetzt alle her und gehen wieder, oder was? Okay, kommt her, geht. Fehlende Ressourcen. Dann macht halt mal hin, Leute. Es dauert halt immer ewig, wenn die hier selbst in der Gegend rumfahren. Aber so viele Tieflader habe ich halt nicht. So. Ja, hier läuft's gut. Also Arbeiter habe ich im Moment genug. Boah, Alter, habe ich viele. Krass. Lol, der hat einfach umgedreht. Weiter geht's. Neuer Auftrag erhalten von der Disposition hier.
Wieso lagere ich das eigentlich nicht ein, das Zeug? Also die Pflanzen kann ich ja hierher liefern, ich Idiot. Wenn ich die Stofffabrik rausschmeiß und dafür das hinzufüge. Und entladen einfach. Aber es wird eh nur zu Getreide kommen. Ah, es könnte passieren, dass er dann das Getreide hier hin und her fährt, oder? Genau, beim Kornspeicher darf er auch B und entladen. Ah, fürs Zementwerk habe ich den auch noch eingeteilt, okay. Muss ich mal kurz nachgucken. Da ist auch die Treibstoffzentrale dran. Genau, die fahren hier ein bisschen das Zeug hin und her, alles klar. Treibstoffzentrale steht im Moment, weil wir keinen Treibstoff haben. Der ist voll. Jawohl, Leute, es läuft. Das ist schon mal gut. Hier läuft's auch. Bitumen wird hier rausgepumpt. Das funktioniert auch halbwegs. Da gucken wir jetzt mal. Überleg jetzt, wenn ich das hier abreiße. Gut, der Fußweg wird wahrscheinlich weichen müssen. Aber den kann ich ja dann hier rüber setzen sozusagen. Ja, erstmal noch gar nicht. So. Rohrverbindung. Okay, wir haben noch kurze Zeit. Ich habe schon gedacht, ich habe schon wieder überzogen. So. Zu scharfe Kurve, okay. So geht's. Ach Mist, jetzt, ich brauche den Asphalt aber. Das ist jetzt der Vorteil. Hier kann ich wenigstens hier runterbauen. Das passt. Fußwege. Den kann ich hier rüberbauen. Der ist ja nur der Fußweg. Ist ja nur dazu da, dass die Feuerwehr hier im Notfall hinkommt. Neues Fahrzeug. Woo! Ob das jetzt Sinn macht, da eine Asphaltstraße draus zu machen? Wo wir im Moment ja keinen Asphalt haben. So. Schöne Umfahrung hier. So. Oh ja, jetzt ist Bitumen leer. Ja, Arbeiter sind schon mal hier. Das ist ja nicht das Problem scheinbar. Da kommt schon Beton. Hier werden schon die Komponenten angeliefert. Hier kommen auch Komponenten an. Läuft. Was hat der jetzt gebracht? Nix. Der hatte Langeweile wahrscheinlich. So. Haben wir in dieser Folge eigentlich irgendwas gemacht? Glaube nicht. Wir haben nur dumm in der Gegend rumgeguckt und ein bisschen optimiert, aber das gehört halt auch dazu. Oh nee, der blockiert mir hier komplett die Dinger. Ah, jetzt, okay, gut, passt. Alter, das ist natürlich mies. Wenn der hier die ganze Zeit alles blockiert, ist ja klar dann, dass hier nichts mehr geht. Was sagt unser Kraftwerk? Läuft, okay. So, wie sieht's hier aus? Läuft auch. Ziegel ist alles in Ordnung im Moment. Kohle haben wir auch. Kohleerz nicht ganz so viel. Gut, der pumpt halt hier die ganze Zeit ab. Aber der ist auch fast voll. Mann. Oh, das Lagerhaus ist fast fertig. Das ist schon mal gut. Wie sieht's hier unten mit der Asphaltierung aus? Hab schon besser gesehen. Bam. Ah ja, den habe ich ja auf Warten gestellt, weil hier unten ist voll. Ich habe hier einen großen Rohstoffspeicher und der ist voll mit Eisenerz. Wir könnten ein zweites Stahlwerk betreiben mittlerweile. So viel Eisen haben wir. Hier. Brauchen halt einfach mehr Mitarbeiter. Wie wär's? Ah, da kommen sie gerade. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, ein paar gehen im Moment zur Baustelle. Okay, das ist halt
blöd dann. Ja. Aber teilweise halt auch wichtig. Es fehlen Bretter. Wo bleiben die Bretter? Oh, wir müssen hier nochmal aufforsten. Das war hier, oder? Dekoration. Unseren schönen Kiefernwald wieder etwas erweitern. So, passt. Um die Straßenbahn wollten wir uns auch noch kümmern. Das wäre jetzt so das nächste, was wir angehen könnten. Ah ne, da wollten wir auf die elektronischen Sachen warten. Kritisch. Kohlezug kommt. Alter, das ist so, bumm, leer. Okay. Deswegen ist der auch so schnell. Deswegen können sich hier kaum Reserven anhäufen. Und weil die halt auch die ganze Zeit ein bisschen was brauchen. Dass ich das hier oben nicht in den Griff bekomme mit den Passagieren, ist doch echt mies, oder? Ich glaube, hier könnte ich ja eigentlich auch noch einen Zug hochschicken, aber der kommt hier nirgends wo durch wahrscheinlich. Oder? Hm. Wenn wir die Haltestelle tauschen gegen einen Zug, das wäre eine Überlegung wert. Aber das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Ach ja, komm, wir machen mal hier so. Wir machen mal hier so ein Bild. Einfach, weil wir haben einfach mal optimiert in dieser Folge. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Abonnieren, Daumen hoch und die Glocke drücken. Und dann seid ihr auch ganz sicher wieder in der nächsten Folge mit dabei. Bis dahin, haut rein. Tschüss.